Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode mit Gigamerks. Gucken wir mal, ich finde das super, dass man sieht, was die anderen nehmen. Weil dann kann ich Fiesta nehmen. Welcome to Nova. Das ist eine coole Geschichte. Oh, könnt ihr euch erinnern an das Video, wo ich den stärksten Bild vorgestellt habe, beziehungsweise Armon Lukas? Ich hätte gerade das perfekte Loadout dafür. Das Problem ist, es wurde genervt, wurde mir gesagt. Wir könnten es aber trotzdem einfach probieren und gucken, wie das funktioniert. Ob wir das noch hinkriegen, ich muss mich nur daran erinnern. Das war vorne eine Priesterin. Echt weit vorne. Yes, my lord. Dann waren hier ganz viele Wüstenpilger und die Mana-Rösser waren relativ weit hinten. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Habe ich noch nie gespielt, aber wir gucken mal. Am Anfang wollen wir eben ein paar mehr Worker pushen, um dann unsere Fiesta ausspielen zu können. Und daher bleiben wir erstmal ganz entspannt. Wir können ja trotzdem noch den Elite Archer und so dahinter packen. Das ist ja gar kein Problem. Aber wir wollen halt keine Nahkämpfer, damit sie gefokust wird. So, die Nahkämpfer halt relativ weit hinten. Ich könnte aber mit Knochenmagion könnte ich dann auf jeden Fall hier noch mehr Attack Speed geben. Ja, sieht gut aus. Aber hält sogar noch. Trotz der Schnecke. Okay, Fiesta wird wohl nicht so gut zum Tragen kommen mit dem Bild. Oh, da ist ein Eiersack. Ja, heute übrigens dabei wieder Irash und sein Kumpel Shini. Wir spielen zu dritt. Wir könnten Magier theoretisch nehmen, um Mana zu regenerieren, könnten dann die Mana-Rosse verstärken. Ist gut, dass er Bescheid sagt. Dann wisst ihr schon mal Bescheid, was hier abgeht. Wir können auf jeden Fall zwei Rocker holen nächste Runde. Was hat denn mein Gegner? Hat die Eidbrecher. Das theoretisch ist diese Runde ist er schwach. Aber wir haben ja noch nicht so viel zur Auswahl. Seepferdchen noch platziert. Ah, da verkacke ich. Da können wir erstmal zum ersten Mal Fiesta benutzen. Ich könnte trotzdem hier die hinstellen.
Aber ich hole lieber noch einen Worker. Ich habe jetzt so viel Gold noch da. Und wegen einem Gold auf den Worker verzichten, das will ich nicht. Ja, die neuen Änderungen sind echt super, dass man hier das auch in die Warteschlange reinpacken kann. Das ist mega gut. Können locker noch einen Worker holen. So, Early Game sind wir natürlich nicht ganz so stark. Das steht fest. Aber im Late Game dafür umso mehr. Schicken große Schnecke rein für die Eidbrecher. Jetzt können wir theoretisch hier anfangen mit Wüstenpilgern. Ich will mal den Kleinen hinsetzen. Ah, da wird die Schnecke schon größer. Später ist das mega gut. Der Oathbreaker auf finale Form. Auch erst seit dem neuen Update mit drin. Der ist mega viel stärker als der Eidbrecher an sich. Ich habe so viel durchgelassen. Ärgerlich. Der eine hat Mini-Leben. Zwei Stück. Na komm, wir holen Worker. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Man braucht halt viel Glück irgendwie, gerade jetzt die nächsten Waves dann hart. Wir könnten alternativ hier noch einen Archer hinstellen. Der wird uns erstmal um die nächsten beiden Waves bringen auf jeden Fall. Machen wir. Ich habe natürlich jetzt ordentlich Gold eingebüßt, dadurch, dass ich die 6 nicht gehalten habe. Auf jeden Fall erstmal einen Worker holen. Ganz wichtig. Ja, der Archer, der hat uns jetzt erstmal über die erste Welle gebracht. Der hat die verkauft. Machen ganz große Schnecken rein. Bauen weiter auf. Mana unglaublich wichtig für sie. Machen ja fette Schnecken rein. Wobei Unholde wahrscheinlich noch besser gewesen wären. Oh, der wird gut hochgeheilt. Irgendwie habe ich bei Gigamox immer jemanden, der keine kleinen Teile hat, dass ich ein Mimik lohnen würde. Auf to work. So.
So, wir werden noch mehr Healing bauen und noch mehr Mana-Rösser. Und es wird immer so weitergehen. Der Archer ist nur so die Versicherung gewesen für die zwei Waves. Dass ich sozusagen da nicht abkacke und zu viel durchlasse. Wir sind schon bei 160. Wenn es war ein King-Aufwertung, ja. Aber der knallt halt schon ordentlich rein, ne? Meine Priesterin ist schon tot. Ich werde auf jeden Fall auch eine Kanonierin reinschicken für ihn. Mehr Healing. Fürs Erste, bis wir die dann aufgewertet haben. Unhold geht mit rein. Guck mal hier drüben. Lollybird Champion. Warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Ja, hier werde ich verkacken. Aber ordentlich. Große Blut. Bin ich durchgekommen bei den Oathbreakern? Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gesehen. Auch das machen. Pulverisieren. Wir machen uns pulverisieren, weil die hat dann übelsten Attack Speed. Die werden wir gleich mal upgraden. Ich werde den Knochenmark hier aufwerten. Damit der Attack Speed gut verteilt wird. Das ist schon mal gut, die wird schon gefokust. Aber ich muss sie noch fetter kriegen. Mit den Wüstenpilgern. Oh, wir holen uns ganz viele Worker. Dann können wir nächste Runde vielleicht ein bisschen was reißen. 255. Na gut, aber wir müssen langsam mal upgraden. Das ist wichtig, dass sie dann hier langsam mal mehr Leben hat. Ich sag, theoretisch wurde es genervt, aber wir gucken einfach trotzdem mal, ob das was bringt. Riesenschnecke. Das hat ganz schön geleckt. Ah, jetzt kann sie sich schon mal hochheben mit Mini-Leben. Das ist gar nicht schlecht.
geblockt. Er hat mittlerweile noch eine Jünger platziert mit Magier. Aufprallschaden ist wirklich da die beste Option. Aufprallschaden, dann Magieschaden. Oh, auf jeden Fall Worker aufbauen, ganz wichtig. Mimik bringt mir ja hier gar nichts, weil ich gegen die großen Einheiten mit dem Mimik nicht viel machen kann. So, bei sowas hier ist das gut. Bei dem kleinen Zeug, was ich hier habe, ist das total nutzlos. Schnecke noch mit rein. Ich hätte sie vielleicht noch eins weiter vorstellen müssen. Das ist gut möglich. Aber sieht gar nicht schlecht aus. Er hat geblockt, aber er hat nur noch seinen Stalkcaller gehabt. Oh, wir müssen warten. Weiter geht's. Yes, War Chief. The spirits are strong. Ja, doch, wir werten mal noch einen auf. Dann können wir noch Mana rausplatzieren. Ich glaube, ich habe die Wüstenpilger eins zu weit vorne gesetzt. Sie hätte noch eins weiter vorne gemusst, wäre optimal gewesen. Ja. Es ist, wie es ist. So, auf 16 kann ich ja noch mal was schicken. Ah, ich krieg hier 480 reingeballert. Das ist doch nicht normal, hey. Oh, hier dich hoch. Oh, es hat nicht mehr gereicht. Na, ja, zwei kann ich wenigstens holen. Das ist ja abartig. Die machen ja übelst viel Kohle. Aber mir bringt das halt nichts. Weil er keine kleinen Einheiten hat. Oh, ich bin ganz unten, kacke. Egal, wir ballern weiter. Wir machen weiter. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Mana-Häuser bauen. Damit sie ihr Mana schneller hat, um sich zu regenerieren und der Attack-Speed höher geht. Ach, ein übelst fette Turtle. So, wir werden jetzt mal gucken. Ja, Aufprallschaden, nächste Wave ist fett. Ich werde mal ordentlich was reinsetzen. Ein paar Brutes mit rein. Wer kämpft denn noch? Achso, hier. So, jetzt werden wir. Die Mana-Häuser aufrüsten. Ja, zur Not kann ich noch oben reinpacken, wenn es nicht mehr reicht. Schicken alle Mimics rein. Aber schon ordentliche, ne? Also mit Minimum 4. 840, holy shit!
drüben. Da gibt es auf jeden Fall auf die Fresse. Alter! Das ist ein übelst großes Ding! Und das soll nur ein Vierer sein! Ich bin durchgekommen, ne? Ja, ich bin durchgekommen. Alles zu halten war ja unmöglich! Also, ja, auf 18 kann ich auch mal fett schicken. Not enough gold. Warum habe ich denn nur so wenig Worker und so wenig Geld? Not enough gold. Not enough gold. Die aufgewertet sind. Sind die noch besser? Es muss doch funktionieren. Irgendwie. Aber ich krieg halt jedes Mal den Mimik nicht gehalten, ne? Das schickt mir tausender Teile, jede Runde. Und was soll ich da machen? Dagegen kann ich nicht anstinken. Und dann habe ich jedes Mal das Gold nicht, weil dieser Mimik einfach zu fett ist. Das ist nur ein Sechser, der ist übelst groß, hat 13.000 Leben. Okay, Gigamurks war wahrscheinlich nicht die beste Idee, das in Gigamurks zu spielen. Wir nehmen ein paar, ja, von den Pegasusen auf. Ja, zwei kriege ich noch ein. Da habe ich eine Achterkanonierin reingeschickt. Ja, die macht ja übelst viel mehr Schaden. Das ist schon fett. Wieder über 1000. Das ist abartig. Da habe ich auch einfach einen bösen Gegner erwischt. Aber jetzt halte ich. Ja, ist die Frage. Sagen wir machen jetzt noch mal den Send und dann saven wir. Ja, jetzt haben wir natürlich noch nicht so eine große Azeria wie gewünscht, aber ist das halt. Oh, auf jeden Fall mega Mana. Oh,
Oh, ein übelster Dino, übelster Unholder. Megakrokus. Jetzt hat er keinen Mimik reingeschickt. Weil ich es jetzt halten kann. Hm. Ich habe gerade mal 105 Worker. Das ist nicht gerade viel, aber ich habe jedes Mal Geld verloren, wenn der Mimik mich angegriffen hat, weil der zu fett war für mich. Arkane Verteidigung und ich habe natürlich viel magischen Schaden. Naja, aber da habe ich wenigstens auch mal probiert und da weiß ich jetzt, dass die muss halt so weit vorne wie möglich. Muss man ja auch mal testen, wenn ich schon die Chance dazu bekomme, ohne großartig viel zu rollen oder so. Mega Tech Speed. Wir haben 13. 13 ist noch nicht stark genug. Also wir gehen noch mehr auf Wüstenpilger. So, mehr kann ich nicht. Da haben wir die wenigstens noch mal ein bisschen größer gemacht. Pulverisieren, mega Attack Speed. Mir fehlt aber halt übelst viel Geld. Also ich bin ganz unten durch den Mimik. Also spielt das ja nicht bei Gigamerks. So hält ihn nämlich mega fett. Und da hättet ihr auch die ganze Zeit gehalten, wenn nicht Gigamerks gewesen wäre. Guck mal, wie die aushält. Man hätte die am besten noch in die Mitte platzieren können, so. Das hätte, glaube ich, noch mehr Sinn gemacht. Können wir noch einen Pegasus upgraden? Nö, können wir nicht. Dann baue ich einfach noch zwei hin. Weißt du, halte ich die Waves erstmal locker. Aber wenn dann Mimik kommt, so, dann sieht das anders aus. Ja, die hätten noch hier reingepasst. Naja. Oh, okay, die schicken jetzt. Hier dich hoch. Ja. Das funktioniert. Das funktioniert noch in den letzten Waves. Sehr geil. Oh, jetzt wird's knapp. Nochmal ein Heal, jawohl. Krass, ich habe alles gehalten. Super stark. Die ist schon fast wieder voll.
Ja. Wenn wir es überleben, dann ja, aber es sieht nicht gut aus. Wir sind zu stark. Aber ich finde es schön, dass es am Ende mal funktioniert hat. Man muss sie nur ein bisschen weiter auseinanderstellen. Trotzdem coole Sache. Ja, das war's erstmal mit der Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier mit Amon Lukas. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.